Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft. Das treibt uns hier ja schon lange und immer wieder um. Und das ist der Titel des neuen Buches unseres heutigen Gastes. Er war Airline-Vorstand bei der Lufthansa, später Personalvorstand bei Conti und dann auch noch bei der Telekom. Und im Unruhestand, wie man so schön sagt, mit voller Energie, ist er dann auch nochmal in die Politik und wollte angreifen und Gutes bewegen als Mann der Praxis und war parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium. Ja, also für die Forschungsseite. Für die Forschungsseite. Ja. Und deswegen erst einmal herzlich willkommen, Thomas Sattelberger. Freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Ja, danke für die Einladung, lieber Peter. Freue mich sehr, dass ich bei den YouTubern von Burda bin. Ja, ja, wobei du bist ja, also wer den Politikbetrieb ein wenig verfolgt, du warst ja ein richtiger TikTok-Star. Also da bist du bist ja bei der noch jüngeren Zielgruppe als wir, in Anführungszeichen, hier alten Säcke bei YouTube. Ja, also ich glaube, ich habe immer noch die meisten Likes mit 3,6 Millionen. Aber ich mache übrigens auch noch sehr aktiv TikToks. Mhm. Das macht mir große Freude. Aber natürlich im politischen Getümmel war das nochmal was ganz anderes. Ja, also so bist du quasi der Mr. Bundestag sozusagen gewesen, wenn man das mal so ein bisschen umdreht. Ja, über die 5 Jahre meiner Tätigkeit, vor allem natürlich als parlamentarischer Staatssekretär, da musst du die Klappe halten, mhm, leider. Ja. Da bist du der Diener deiner Ministerin, mhm, von Bettina Stark-Watzinger. Das hat mich dann schon ein bisschen genervt. Das glaube ich. Über die Zeit reden wir natürlich. Natürlich auch über die Probleme im Lande, die auch durchaus mit dem Politapparat zu tun hat. Ich fange mal so rum an. In deinem Büchlein ist hinten drin ein Nachwort von René Uhrmann. Für die Jüngeren, die es nicht wissen, der war mal Telekom-CEO vor Tim Höttges. Und er war quasi auch CEO zu deiner Zeit als Personalvorstand der Telekom. Er hat mich geholt. Er hat dich geholt. So, und er hat einen sehr schönen Satz geschrieben in diesem Nachwort, den ich ganz kurz vorlese. Also man muss den Sattelberger, weil du auch viele Kolumnen schreibst, lesen, weil, Zitat, weil er sich herrlich aufregen, ach was, empören kann. Und weil er natürlich auch sachlich und zugleich emotional ist und in den Worten einprägsame Bilder malt. Da bietet sich mir natürlich jetzt die Frage an, ohne dass du jetzt hier gleich mir den ersten Herzinfarkt im neuen Studio bekommst. Was regt dich, wenn du auf Deutschland im Moment schaust, im Moment am meisten auf? Die Unfähigkeit der Politikerkaste, tatsächlich Klartext zu reden und die nötigen Reformen einzuleiten. Mhm. Das regt mich so auf, wenn ich mir jetzt wieder angucke, was zum Thema Migration rausgekommen ist. Ich habe gestern einen Tweet losgelassen auf Twitter, auf X, wo ich geschrieben habe, die Menschen in diesem Lande, die beschäftigt derzeit nicht primär die Integration, sondern die ungesteuerte Immigration. Mhm. So, und dazu ist nichts gemacht worden. Mhm. So, das finde ich empörend. Mhm. Das regt mich auch auf. Mhm. Offensichtlich, ja. Ja, da kann ich mich auch jetzt... ja, ja, das ist... Wir tun damit willentlich und wissentlich, ja, vielleicht nicht willentlich, aber wissentlich tun wir den Rechtsextremen damit Futter geben. In aller Hinsicht Extremen, gell? Links wie rechts, müssen wir ja feststellen. Ja, man muss, also, so langsam machen sie gemeinsame Sache in vielen Themen. Ja gut, ich meine, diese linksnationale Bewegung, die Frau Wagenknecht ins Leben rufen wird, natürlich... Das um uns herum sind die Politiksysteme schon zerfasert. Mhm. Ich habe jetzt ja einen Artikel, einen großen, geschrieben in einer Handelszeitung, wo ich über den Inzest der Politikerkaste rede. Und wenn sie nicht reformfähig sind, dann wird uns nicht nur eine Erosion an den Rändern weiter fortschreiten, sondern es... Man läuft auch, da weiß ich gar nicht, ob das Gefahr ist oder nicht auch Chance, dass mal wie in Frankreich aus der Mitte heraus eine deutsche Macron-Bewegung entsteht. Siehst du die Chance, dass das tatsächlich passiert? Im Moment, glaube ich, sind wir eher noch kriegen wir dieses Driften in die Extreme in beide Richtungen. Ja, ich sehe das
eigentlich für die Bundestagswahlen 2030. Mhm. Also. Wir leben noch zu stark von unserem Fett und noch nicht vom Muskel. Der Staat gießt noch über jede Krise das süße Opium des Geldes drüber. Das heißt, wir spüren die kritische Situation noch gar nicht, aber das wird in 5 Jahren der Fall sein. Naja, wir spüren es schon so, aber es ist so diese unterschwellige Angst, das ist ja das, was in die Extreme treibt. Ne? Aber quasi der Schaden oder der Schmerz ist nicht groß genug, dass man sagt, so, ja, jetzt müssen wir... Also ich sag's mal so, der mittlere, der untere Teil der Mitte, der spürt es schon. Natürlich. Denn diese Mischung aus sinkenden Margen in der Wirtschaft, aus Ansteigen des Niedriglohnsektors des Sozialtransfersektors, ja, das ist ja fast wie eine kommunizierende Röhre. Inzwischen sind ja die Lohnabstände kaum noch so, dass man sagt, ich habe Lust, aus dem Transfersystem rauszugehen. Mhm. Aber natürlich die Inflation etc., das geht zutiefst an schrumpfendes, real verfügbares Einkommen der Menschen. Ja. So, merk's ich? Nein. Ja. So, aber ich werde es auch merken. Jetzt, da kommen wir gleich dazu, so ein bisschen nach vorne gerichtet auf die Politik. Du warst, das habe ich gerade gesagt, so im Unruhestand quasi nach der Ende deiner Wirtschaftskarriere mit, glaube ich, 67. Mit 67 bist du bin in die ich Politik im rein. Ja. Und dann ja auch recht ruckartig wieder irgendwann ein paar Jahre später wieder raus. Damals hieß es ja aus persönlichen Gründen, wie man so schön sagt. Ja. Das war, wenn man natürlich dein Buch liest, nicht ganz so der Fall, sondern hast ganz schön die Schnauze voll gehabt. Bist du, darüber können wir reden, warum bist du raus? Und die Anschlussfrage ist, bist du so ein bisschen desillusioniert davon, was man in der Politik bewegen kann? Also ich bin einer politischen Schmutzelei. Und jetzt, wenn ich unkritisch mir selber gegenüber wäre, würde ich sagen, zum Opfer gefallen. Ja. Nein, es ist eigentlich anders. Ich bin an einer politischen Schmutzelei, die ich hätte merken müssen, gescheitert. Ja. So, das ist, glaube ich, eine fairere Form der Betrachtung der Dinge. Bin ich desillusioniert? Ich habe mich außerordentlich wohlgefühlt als Staatssekretär. Mhm. Also da ist mir mein manageriales Geschick, das ich ja lange Jahre gelernt habe, bei Conti, bei Lufthansa, bei Telekom, zugute gekommen. Also Apparate kann und konnte ich reiten. Was ich unterschätzt habe, ist die charakterliche Verluderung von Menschen, die von der Politik abhängig sind. Mhm. Also da natürlich ist Wirtschaft jetzt auch kein Unschuldslamm. Und da gibt es Machtkämpfe und territoriale Streite und. Aber der Umfang, in dem Neid und Missgunst die Menschen prägt, die eigentlich in einem ganz engen Markt, denn niemand will sie ja hinterher, außer in Lobbyistenvereinigungen, in Interessensverbänden oder in Brüssel bei einer Lobbyabteilung eines deutschen Konzerns. Das heißt, ein ganz enger Arbeitsmarkt. Und in diesem engen Arbeitsmarkt abhängig zu sein, auf Gedeih und Verderben vom Wohlwollen deiner Oberen, aber auch sozusagen vom Erzielen kleiner Aufstiegsmöglichkeiten. Das hat schon zum Teil schon Kreaturen geschaffen, die ich sehr bedenklich finde. Und deswegen habe ich ja auch in dem Buch mich intensiv zum Thema, was könnte eigentlich ein Politiksystem reformieren? Also beispielsweise die ganze Frage, dass die Mandatszeit von Abgeordneten auf 2 Legislaturen beschränkt ist. Ja. Denn dann muss man sich automatisch um sein
berufliches Standbein kümmern. Dann natürlich auch die ganze Frage, haben Parteien Optionen für Nichtparteimitglieder, dass die kandidieren können? Ich finde, wir ziehen unsere Politikerkaste inzüchtig. Ja. Aus unseren eigenen, oft, ja, es sind ja nicht immer die erfolgreichsten in anderen Sektoren, die dann in einer Partei sind. So, und da aus denen heraus generieren wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Und zum Teil mit abgebrochenem Studium, zum Teil ohne berufliche Erfahrung. Ich halte das für abstrus. Brauchen Politiker, um in den Bundestag zu kommen, eigentlich nicht eine Mindesterfahrung an in der Arbeitswelt? Egal bei was, aber um ein bisschen die Welt geschnuppert zu haben, bevor man sich in den Bundestagsalltag verliert? Peter, das ist egal was. Lehrer, es gibt ja ganz viele Lehrer. Ja. Also ich sage immer, sie brauchen Erfahrungen in nicht geschlossenen Systemen. Ja. Ne, das Beamtentum ist ein geschlossenes System, ne, wo sie aber auch ganz elegant wieder zurückfallen können, ohne unternehmerisches Risiko. Also sie brauchen im Grunde Erfahrung in der klassischen Wirtschaft oder in der Gründung. Mhm. Aber nicht in der öffentlichen Verwaltung und nicht unbedingt im Hochschulsystem als Beamtinnen und Beamte oder als Lehrer. Jetzt könnte ich natürlich auch mal einwenden, also das eine sind quasi abgebrochene Sozialistenstudien und Kinderbuchautoren und Lehrer. Und der andere überwiegende Teil dieses Bundestages besteht aus Anwälten. Jetzt habe ich nichts gegen Juristen und Anwälte, aber das ist halt auch eine Kaste des Berufspolitiker-Daseins. Das hat jetzt auch recht wenig mit dem, was draußen auf der Welt passiert, zu tun. Fair enough. Also im Grunde geht es ja wirklich um das Erfahrungen sammeln in einem marktlichen und wettbewerblichen Umfeld, ja, ne, das einen fordert. Ich habe übrigens nicht gegen Lehrer und Anwälte im Bundestag, ich habe etwas gegen die Dominanz dieser Berufsgruppen und die Unterrepräsentanz derer, die Wirtschaftserfahrung in Unternehmen, im Unternehmertum haben. Also das ist, und das kann man eigentlich nur lösen, indem Parteien sich ganz anders öffnen für Quereinsteiger, für Leute, die kein Parteibuch haben. Ich habe im Buch geschrieben, ich habe dem immer wieder gesagt, auch dem Christian Lindner, ich habe gesagt, also wenn ich das Wahlprogramm zu 60% trage, dann ist das gut. Denn ich erwarte ja nicht, dass Politik, dass die Heilung, die Heilsapostel der Welt sind, sondern ich suche ja als Manager oft das kleinere Übel. Ja. Und da war meine FDP das kleinste Übel. Warum tun wir uns so schwer, in der deutschen Politik Experten reinzuholen? Also Pragmatiker, weil wir alle weil es halt Berufspolitiker sind, diese Kaste halt seit Jahrzehnten so gewachsen ist und alle anderen immer rausgemobbt wurden? Ja, also das geht ja auch in die Frage der Exekutive rein. Ja. Also zutiefst in die Frage der Politikberatung. Ja. Also ich habe ja schon als Oppositionsabgeordneter bitter dagegen angerungen, dass im Grunde die Subventionsempfänger von Steuergeldern, die Fraunhofers und Kompanie, auch die Politikberater sind. Mhm. Also, denn die können nur in eigenem Interesse beraten. Ja. Denn die können mit diesen zwei Hüten, können sie nicht umgehen. Zum Zweiten haben wir natürlich wahrscheinlich ein Stückchen anders als in anderen Ländern. Wir glauben an Päpste. Ne, und ein Herr Drosten war so ein Papst. Ja. Ne, und natürlich ein Präsident, Professor Raimund Neugebauer, war so ein Papst.
der im Grunde, ja, übrigens auch ein Herr Walster war ein solcher Papst auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, obwohl er Irrwege gegangen ist. Und auch Drosten ist er Irrwege gegangen. So, und uns fehlt die Freude und die Gabe, unabhängige, interessensarme, ich sage nicht interessenslose, ja. Es gibt keine Menschen ohne Interessen, aber die nicht gleich Steuergeld bekommen und dann noch beraten sollen, und diverse Gremien für die Politikberatung zu finden. Ich erinnere daran, dass im zweiten Gutachten der Leopoldina in der Corona-Zeit bei 28 Menschen in der Kommission nur 2 Frauen waren und die allermeisten in der Kommission über 60. Also das ganze Thema, und sie waren, es gab keine Jugendärzte, keine Kinderärzte, keine Professoren der Sozialpädagogik und Professorinnen, sondern das wurde systematisch ausgeklammert. Also das ist eine ganz große Verengung der Politik, die eigentlich ja einer überzogenen Expertengläubigkeit nachkommt. Ja, also ich glaube, Drosten ist Papst wider Willen gewesen, der hatte da gar keine Lust drauf, ehrlicherweise. Ja, aber bei den anderen sehe ich es auch. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist, also Heider Flassbeck zum Beispiel sagte eigentlich war er der letzte Volkswirt, der noch einen Finanzminister beraten hat. Danach kamen nur noch Juristen. Und da fängt das Problem ja schon an. Also selbst von Steuergeldern bezahlt. Und die meisten Menschen auf unserem Kanal, mit denen ich mich unterhalte, die alle natürlich aus der Wirtschaft kommen, ja, weil wir in erster Linie ein Finanz- und Wirtschaftskanal sind, wissen genau, obwohl sie jetzt am Ende vielleicht ihres beruflichen Lebens sind und Spaß haben am Wissen weitergeben und einfach was Gutes tun und auch in die Politik, ja, einsteigen würden, aber wissen, nein, ich werde in diesem Apparat von Parlamentariern zerrieben und komme nicht dazu, das Gute, Sinnvolle voranzuschieben. Ja, und die wenigen, die es gibt ja Expertenkommission Forschung und Innovation, dann gab es den Wirtschaftsrat noch von Altmaier, ja, den der damalige Finanzminister Scholz, ja, sozusagen als Quatschköpfe, ja, bezeichnet hat. Und die wenigen Unabhängigen, die mal eine kontroverse Meinung äußern, die werden glatt gebügelt. Naja, das ist ja, wenn wir bei der Wirtschaft bleiben, nimm den Rat der Wirtschaftsweisen, der ist in seiner Zusammensetzung gestattet eigentlich auch recht wenig andere Meinung. Ja, also das Thema Wirtschaft ist unterbelichtet. Ja. Ich habe als Oppositionspolitiker mich immer lustig gemacht über, wenn Habeck gerechnet hat, denn das ging ja nie auf. Ja. Ich sage also, als Wirtschaftsminister musst du mindestens die 4 Grundrechenarten können. Wäre ein guter Anfang. Wäre ein ganz guter. Da gab es ja mal richtige Stolperer bei Habeck. Und das wird dann versteckt hinter der Aussage, ja, wir müssen ja alle Wähler bedienen. Wir können ja nicht die Wirtschaft sozusagen bevorzugen. Da bin ich voll bei Bill Clinton. It's business, stupid. Ja. Denn am Schluss ist die Wirtschaft für alle da. Ja, und sie hat die Wertschöpfung. Ja. Sie hat die Wertschöpfung, die im Grunde das Sozialsystem, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem finanziert, sowohl über die Unternehmensbesteuerung wie durch die Besteuerung derer, die dort arbeiten. So, also insofern ist das Wohlergehen der Wirtschaft Dreh- und Angelpunkt von allem. Und das sieht ja desaströs aus in diesem Lande. Wir sind kranker Mann Europas von der ökonomischen Indikatorik und von der Innovationsindikatorik sind wir abgeschlagen. Ja. Wir sind gerade auf Platz 22 gelandet beim World Competitiveness Index. Mhm. Eigentlich dem so renommiertesten Index, den ich kenne. Mhm.
Wo sind wir falsch abgebogen? Auch du als Mensch der Praktiker und natürlich auch jetzt ein bisschen die politische Seite von innen und die Diskussion erlebt hast, dass keiner mehr an das, was Deutschland ja mal sehr groß gemacht hat, die soziale Marktwirtschaft, dass jeder vergessen hat. Also ich oder glaub, jeder ignorieren will. Wir sind 2010 vollends falsch abgebogen und im Jahr 2000 hätten wir den neuen Pfad sehen können, nämlich die wachsende Internetökonomie. Ja. Da gab es zwar 2000, gab es das Platzen der Internetblase, ja. Aber im Schatten dieses Platzens sind ja die Amazons und Googles und Apples dieser Welt gewachsen. Ja. Und nicht hier. Ja. So, das heißt, wir haben mindestens keine Sensorik für das, was sich in Teilen der Welt neu heranbildet, also die neue Ökonomie. Und wir sind spätestens 2010 falsch abgebogen, als wirklich sichtbar war, dass wenn wir nicht aufpassen, wir bei Business to Consumer abschmieren. Und dann im nächsten Schritt bei Business to Business. Ja. Und das war irgendwo vor 10, 12 Jahren in meiner Wahrnehmung. Lassen Sie ein Jahr rauf und runter gehen. Und wir haben dort nicht gegengesteuert. Nationen brauchen wirtschaftliche Standbeine. Früher war das bei uns Kohle und Stahl. Und das Spielbein, das war die Automobilbranche, ja. Dann ist das erste weggebrochen, dann war die Automobilbranche unser Standbein. Ja. Und was haben wir hingekriegt? Wir haben neben den Maschinen, Anlagen und Autobau, haben wir keine Spielbeine mehr in diesem Lande, sondern nur dieses alte Standbein. Gucken sich die Schweiz an, Pharma, Finanzen, Biotechnologie, klassischer Maschinenbau, eigentlich Schweden ähnlich, hoch diversifiziert in der Wirtschaftsstruktur. Ich glaube, Südkorea hat einen Softwareanteil am Bruttoinlandsprodukt von 6,5% und wir 1,9%. Und da ist überwiegend SAP drin. Muss man einfach sagen, es ging uns einfach auch zu gut mit dieser, wir sind quasi die Ingenieure der Welt, wir exportieren Made in Germany überall hin und das wird schon passen, weil wir halt die Geilsten sind und die Allerschärfsten. Also ich nehme mir ja in meinem Buch nicht nur die Politik vor, ja. Sondern auch die Wirtschaftsführerinnen und Führer. Ja. Damals überwiegend Wirtschaftsführer, auch heute noch. Und natürlich Erfolg verwöhnt. Ja. Der Exportweltmeister wurde ja noch 2017, als immer klarer war, dass Südkorea und China im Maschinen- und Anlagenbau immer besser werden, ja. Noch zelebriert. Na, das heißt, wir sind im Grunde ja unseren alten Pfad immer weiter marschiert. Schweden hat absolute 6% höhere Margen im Maschinenbau. Mhm. Die Schweiz absolute 3%. Das hat mit der Digitalisierung des Maschinenbaus zu tun. Nicht mit neuen Spielbeinen, sondern mit der Transformation der alten Ökonomie. So, und das haben die Alten sozusagen, die Etablierten, die Platzhirsche, die haben das verschlafen. Und eine Gründungsökonomie für neue Spielbeine ist gar nicht erst richtig vital geworden. Ich meine, es ist ja sehr schön abzulesen in der Autoindustrie letztlich, wie lange man das Thema E-Mobilität auch als Markt irgendwo erstmal belächelt, ignoriert hat und dann irgendwann hektisch, ups, jetzt tut es uns doch ein bisschen weh. Ich war bei Conti Personalvorstand, als wir uns im Jahr 2007 ein Projekt an der TU Darmstadt angeguckt haben, dass wir unter Anti-Blockiersystem gefahren haben, das in Wirklichkeit aber autonomes Fahren war. Mhm. Da ist dieses Vehikel ist rausgezuckelt und hat einen in der Mitte stehenden geparkten PKW umrundet. Im gleichen Jahr hat der deutschstämmige Sebastian Truhn in USA
den DARPA-Wettbewerb in der Wüste von Nevada gewonnen. Und zwar mit selbstfahrenden Vehikeln. Was hat die alte Conti gemacht? Die hat das Ding so, ja, träge, ja, vielleicht noch 2 Millionen weniger und die Margen aus dem Reifengeschäft, die sind ja viel wichtiger. Ne, das hat man so an den Rand geschoben. Und in den USA ist diese ganze Frage des selbstfahrenden, der selbstfahrenden Mobilität wirklich gewachsen. So, auch dann mit Venture-Kapital. Also das ist Verschlafen, Schläfrigkeit, spätrömische Byzanz. Ich war noch dabei und hatte das erst 2010. Kamen mir erst diese DARPA-Erinnerungen, als ich bei Telekom war. Ja. Also es ist nicht so, dass ich frei von Schläfrigkeit war. Ja, natürlich. Wer kann schon immer frei sein? Und natürlich kommt an jeder Hype kommt um die Ecke und du musst dir immer überlegen, natürlich, was könnte was werden, was nicht. Aber die großen Themen sind schon lange. Wir haben keine Sensorik. Ja. Die Expertenkommission Forschung und Innovation, die spricht davon, dass wir 5 kriegsentscheidende Jahre auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zwischen 2012 und 2017 schlicht und einfach verschlafen haben. Ja. So, und also du brauchst ein Politikapparat, aber auch ein Wirtschaftsapparat braucht eine Sensorik, um in Frühwarnradar oder wann? Nee, in Frühradar, das im Grunde auch auf Neues aufmerksam macht. Genau, es ist ja nichts, was warnend ist, sondern es ist ein Chancenwittern, ein Hunger. Genau, und das haben ganz viele nicht. Aber stattdessen, und das ist ja auch dieses politische Problem, wir diskutieren hier quasi am schärfsten über, wie man KI eingrenzen muss auf regulatorischer Ebene und haben gar keine KI. Wir sind Ethik- und Morallastig, genau. Und haben nichts zu bieten. Ja, ja. Na, also wir reden über die Moral, die wir anderen, die was machen, aufzwingen wollen. Wir reden auch über die Zerschlagung von Internetgiganten, weil wir selber keine haben. Also wir sind im Grunde immer aus der Defensive herausgetrieben. Ja. Ist das, weil das Problem ja quasi auf beiden Ebenen, wie du es auch beschreibst, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, zumindest sagen wir es mal in der Großindustrie, wo vor allem auch das Geld für Innovationen da wäre, immer dieses Problem, dass man zu sehr beschäftigt ist mit Machterhalt, Pfründe sichern, wozu aus der Deckung gehen, es hat ja funktioniert, weil wir immer noch so sehr alt und verkrustet sind, sowohl politisch wie wirtschaftlich. Und deswegen also nicht nur keinen Hunger haben offensichtlich, sondern die hungrig sind, ja auch ganz möglichst schnell wie bei Conti hinten raus in die Garage oder in den Keller packen. Also unser Management ist gesättigt. Ja. Die letzten Zahlen, die ich habe, 60% haben nie die Branche gewechselt, 60% haben nie die Firma gewechselt im Top-Management und 80% nie die Branche. Das heißt, es sind alles Eigengewächse, fast ein bisschen autistische Eigengewächse, die Welt ja gar nicht erlebt haben. Und eigentlich bräuchte die deutsche Wirtschaft, und da rede ich nicht nur über die Großkonzerne, sondern natürlich auch über die Heräuse, über die Schaefflers und. Also diese Familienunternehmen, die ja Konzerne geworden sind, die bräuchten Disruptoren an der Spitze. Sind übrigens auch empirisch gesehen viel erfolgreicher, wenn es um Transformation geht. Ja. Na, also ein Disruptor in Sonnenseingeschäft ist vielleicht nicht so gut, aber wenn es wirklich um Transformation geht, dann sind die Disruptoren erfolgreicher. Das ist so der eine Punkt, dass wir im Grunde Eigengewächse, die Erschütterungen in der Welt nie gemanagt haben, dass wir die nach oben führen. Baumann von Bayer ist ja ein typisches Beispiel. Er musste jetzt ja gehen oder hat er vorzeitig dann ja auch niedergelegt. Ja, aber warum? Weil er Monsanto gekauft hat, gegen jegliche Sensorik
die ihm aus den USA geliefert worden ist. Mhm. Also da gab es sogar Sensorik, aber er hat sich auf blind und taub gestellt. So, das ist eigentlich, dass unsere Investoren das so lange ertragen, das wundert mich wirklich. Es hat so ein bisschen was, du hast es ja auch beschrieben und ich kenne das noch aus meinen Anfangsjahren als Wirtschaftsredakteur, so ein bisschen wie die Zeit von Schremp bei Daimler. Du warst ja bei der DASA, ja, bevor du zur Lufthansa bist, und als Schremp eben vom DASA-Chef dann zum Daimler-CEO wurde und dann im Prinzip alles, was Edzard Reuter angezettelt hat, zurückgedreht hat und dann seine lustige Welt-AG gebastelt hat, von der jeder wusste, das wird aber ein schwieriges Unterfangen. Ja, und natürlich, jetzt muss man im rückwärts betrachtet, ja, die Multimilliardenverluste, die Schremp eingefahren hat, ja, und die sein Nachfolger Zetsche zum Teil ausbaden musste, aber dann auch am Schluss auch nicht transformiert hat. Aber ich habe viel Mitgefühl mit seiner ersten Phase. Ja. Und man die Begründung, dass sozusagen eine Dornier, sozusagen ein Flieger bei Dornier 100 Millionen Anlaufverluste hat, ja, und dass man in der Raumfahrt den Return on Invest oft in 10, 12, 15 Jahren hat, ja, wenn man das gegenfährt, dann hätte damals ein Edzard Reuter durchaus Chancen gehabt. Ja. Oder so viel schlimmer wäre es nicht gekommen. Vermutlich, ja. Aber die Frage ist natürlich, ich meine, das ist jetzt, da reden wir jetzt von für viele da draußen auch von sehr weit Schnee von gestern, ja, aber die Sache ist, das wiederholt sich halt immer wieder. Auch jetzt quasi, das sind ja jetzt 25, 30 Jahre später. Ja, also deswegen, ich blicke ja auf 50 Jahre Industriegeschichte zurück. Ja. Und man muss im Grunde diese alte DNA ein Stück verstehen, um zu verstehen, warum sich Deutschland so gravierend nicht verändert hat. Ja. Denn die alte Deutschland AG ist ja nach wie vor existent. Ja. Sie ist nicht mehr durch finanzielle Vernetzung existent, aber sie ist durch die Vernetzung der Mächtigen in Politik und Wirtschaft, ja, und Gewerkschaften nach wie vor existent. Und das macht im Grunde auch neue Generationen von Managerinnen und Managern, wenn sie ihre Fesseln nicht abstreifen, zum Gefangenen dieser alten DNA. Ja. Ja, und das ist ja ein quasi, es ist ja auch ein, also Großkonzerne sind ja oft auch so eine, ich sag mal so eine sich selbst regulierende Schlange. Das ist so ein bisschen wie Vereinten Nationen. Du brauchst keinen Kontrolleur, weil nichts, selbst wenn jemand was Böses würde, würde da durchkommen durch diese Schlange durch. Ne? Und das ist ja, also ich kenne doch auch ein paar Leute von ein paar größeren Autokonzernen, die sagen, das ist schön, wenn der CEO oben so sagt, wir wollen jetzt in die Richtung marschieren, weil da ist Zukunft. Das kommt halt bis nach unten gar nicht durch. Und ja, deswegen läuft der Rest trotzdem da lang, wo wir eigentlich immer lang gelaufen sind, und befriedigen ihn da mal mit ein bisschen was. Ja, also ich glaube nicht an diese Appelle. Ja. Ich glaube zutiefst an Corporate Spin-Offs, an NUCOs, New Companies, ja, an strukturelle Ambidextrie. Geschwollenes Wort, ja, weiß ich. Aber im Grunde, dass man neben der Old Co., der Old Company, eine New Company hat, ja, wo man im Grunde Innovation erprobt. Ja. Das heißt, du hast eigentlich Effizienzschmieden für das alte Geschäft, ja, wo du die Margen auslutschen tust. Das ist ja legitim und gut, ja, und richtig. Und ein Teil dieser Margen, und in der Wirtschaftsökonomie nennt man das ja Kannibalisierung, ja, wird in unbekanntes Terrain investiert, ja, wo du nicht weißt, ob wirklich was rauskommt. Genau. So, und das, so wie das Google natürlich mit seinen quasi Unicorns macht. Ja, genau so ist es, denn natürlich ist im Grunde Alpha die Erkenntnis, dass selbst in einer Innovationscompany, ja, Innovation von den alten Elefanten erdrückt wird. Ja. So, und deswegen muss man mutig
im Grunde neue Struktur schaffen. Also ja, Coworking Spaces und Innovation Labs und so, da traut man sich so ran. Das sind so ein bisschen so, ja, so Stege. So Holzstege über in die andere Welt. Machst du ihn farbig und bunt, dann fühlen sich alle wohl. Ja, aber es ist halt nicht wirklich die Radikalität, ja, die angesichts der Krise unserer Wirtschaft angesagt ist. Mhm. Du hast in deinem eigenen Epilog ein Zitat, ich reiße es ein wenig aus dem Zusammenhang in dem Fall, aber nicht arg. An der Erkenntnis mangelt es selten, viel öfter hingegen daran, das als richtig Erkannte in die Tat umzusetzen. Das ist, was haben wir mit Stelter und anderen Wirtschaftsexperten auch schon besprochen. Dieser Mangel, den du ja erkennst, du bezogst es natürlich vor allem auf die Menschen an sich, dass jeder mal ein bisschen den Arsch hochkriegt auf gut Deutsch. Das sage ich so, du darfst es gleich anders höflicher formulieren. Höflichkeit ist nicht unbedingt das, wofür ich bekannt bin. So, und deswegen, das ist mir auch sehr sympathisch. Und das gilt natürlich auch quasi auf der Ebene dieser zwei Kasten, der Wirtschaft und der Politik. Auch da haben wir ja durchaus Erkenntnisgewinn. Selbst ein Herr Habeck erkennt die schwierige Lage in der deutschen Wirtschaft und wo wir da gerade so ein bisschen hinsteuern. Es mangelt aber auf ganz vielen Ebenen daran, den Arsch hochzukriegen und die unbequemen Sachen anzupacken. Ja gut, ich meine, jetzt in der Politik ist es ja die Political Leadership. Ja. Und ich habe mir mal angeguckt, wie lange England darben musste, bevor Margaret Thatcher kam. Ja. Mindestens 7 Jahre. Und es hat mindestens 5 Jahre gedauert, bis die Früchte ihrer erfolgreichen wie auch misserfolgreichen Reformen zutage traten. Ich habe das Gleiche für Schröder gemacht, denn der hat ja in der ersten Phase seiner Regierungszeit mit ruhiger Hand, so hat er es beschrieben, regiert. Und dann, als die Zahl der Arbeitslosen immer jährlich um 1 Million stieg, dann hat er die Hartz-Reformen gemacht. Ja. Also da waren auch so 6-7 Jahre Niedergang, dann Reformen und ungefähr 4-5 Jahre bis die Reformen. So, jetzt haben wir ja heute nicht eine Krise der Arbeitslosigkeit, sondern wir haben eine Produktivitäts- und eine Innovationskrise. Über Bildung will ich jetzt noch gar nicht reden. So, also ist ein neuer Kontext da, ja, aber wir brauchen wieder Persönlichkeiten in der Politik und da bin ich davon überzeugt, der Herr Scholz wird es nicht sein, die sich in der Krise herausschälen und tatsächlich bereit sind, auch ihr Amt zu riskieren. Mhm. Punkt. Ja. Das ist, glaube ich, diese innere Unabhängigkeit, zu sagen, ich bin nicht gefesselt dadurch, dass ich wiedergewählt werden muss, ist auch, glaube ich, ein Schlüssel für einen Transformator. Deswegen ist man eigentlich immer gut beraten, wenn so ein Transformator erstens eine geistige und zweitens eine ökonomische Unabhängigkeit hat. Denn dann kannst du ihm nicht den Schuh absägen. Und wenn, dann sagt er, ist mir doch egal. Ja, das war jetzt aber nicht ein Plädoyer für Merz. Das vermutlich, ja, ziemlich sicher. Ja, wobei ich, das beschreibe ich in diesem Buch, glaube ich, auch. Ich habe ihn, als er stellvertretenden Vorsitz niedergelegt hat, der CDU-CSU 2004. Ja. Damals war ich noch kein Parteimitglied irgendwo, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, lieber Herr Merz, wenn Sie eine neue Partei gründen, dann bin ich dabei. Ja, also das ist diese Bereitschaft, auch Unpopuläres zu sagen, wo sich die rot-links-grüne Mafia aufregen kann und empören kann in ihrem gelernten Empörungshysterie. Ja. Das finde ich gar nicht so das Wichtige. Also Politiker in diesem Lande heute, die müssen eine Krise anpacken und bewältigen, die müssen nicht geschliffen auf dem Parkett sein. Mhm.
Oder ist es am Ende des Tages dieses alte Thema, wir hatten letztes Jahr ja ein Gespräch, wir haben vorhin auch darüber gesprochen mit Harold James, dem Geschichtsprofessor aus Princeton, der sich sehr um die deutsche und europäische Geschichte kümmert, der letztes Jahr ein Buch geschrieben hat, quasi über die sieben großen Krisen seit den 1750er Jahren, die eben immer wieder ähnliche Muster haben, Deglobalisierung und dann eben kommt später wieder. Und letzten Endes war seine Erkenntnis aus diesen Schreckenskrisen, die es da immer wieder gab, es muss erst sehr viel schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Und sind wir einfach, das ist ja dieses Schröder-Thema, ne? Schröder hat irgendwann All-In gespielt, in Anführungszeichen, auch quasi sein Amt auch riskiert mit Agenda 2010, weil er selber mit dem Rücken zur Wand stand, aber auch das Land ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand stand. Und wahrscheinlich geht es uns einfach insgesamt zu gut, dass der Druck nicht groß genug ist, dass ein paar Leute die Eier in der Hose haben. Ja, aber ich nehme mal einen Ronald Reagan vor vielen, vielen Jahrzehnten. Der hat im Grunde rustikale Reformen eingeleitet, ohne dass die USA jetzt mit dem Rücken zur Wand standen. Also der Feind vor den Türen und die Not ist immer ein ganz mächtiger Antreiber, wenn Menschen plötzlich Tritt fassen. Aber ich meine, Ronald Reagan hatte ja auch eine Vorstellung davon, wie die USA aussehen sollte. Mhm. Also auch die Vision ist ein Treiber. Ja. Nicht nur Not und Gegner vor den Türen. Mhm. Also das ist, aber wahrscheinlich muss bei uns, und das heißt ja gar nicht herbeireden der Krise, denn es passiert ja, es wird schlimmer, bis sozusagen der Schmerz tatsächlich in der bürgerlichen Mitte angekommen ist. Mhm. So und wo sozusagen Politiker nicht mehr anders können als. Ja. Aber das oder es kommt tatsächlich hoffentlich nicht von der radikalen Seite, ne? Aber das auch das kannst du ja zunehmend nicht mehr ganz ausschließen. Mhm. Es kommt da im Grunde eine Bewegung oder es kommt, was man nicht vergessen darf, die Macron-Bewegung hat Le Pen 8 Jahre lang aufgehalten. So, jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, was Macron hätte noch machen können und müssen, sozusagen, um das wirklich nachhaltig hinzukriegen. Aber das war zumindest auch das, man könnte sagen, die politischen Ubers, die stehen ja vor der Türe. Ja. Jedweder Farbe. Da ist, weil wir ja jetzt an der Klammer sind, natürlich die Frage unter bestimmten Voraussetzungen, wenn sich vielleicht auch noch ein paar mehr Pragmatiker, gerade auch aus der Wirtschaft und auch aus anderen Themengebieten, die sich auskennen, so ein bisschen einbringen würden. Würdest du dann nochmal angreifen in der Politik? Ja. Denn dir geht es ja nicht um die Politik, dafür im Bundestag rumzusitzen, sondern nein, du bist ja auch nicht du bist um Karriere ein Anpacker. Und nicht Geld verdienen. Eben, das hast du alles hinter dir, sondern es geht ums Anpacken und also, Dinge besser machen. Würde ich nicht ausschließen. Würdest du nicht ausschließen. Halt aber, das Fenster der Gelegenheit, der günstigen Gelegenheit wird immer kleiner. Okay. Denn ich sag mal so, im zarten Alter von 75 bald, also ich bin noch im Vollbesitz meiner Kräfte. Der eine oder andere Kniegelenk oder so tut dann schon auch weh. Ja. Ich habe mir vor kurzem überlegt, ob ich 2030 nochmal antreten täte. Mhm. Also so weit bin ich. Das macht mich hoffnungsfroh, dass Menschen wie du nicht verzagen zu versuchen, zu helfen, das Land wieder in die richtige Spur zu bekommen. Thomas, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, ganz lieben Dank dir für die Einladung.
tolles Gespräch für mich. Hat mir auch total Spaß gemacht, deswegen vielen Dank für den Besuch. Für euch da draußen nochmal, Freunde, kauft euch das Buch, es ist wirklich gut. Hinten natürlich auch sehr viel, du hast natürlich auch Leib- und Magenthemen als Personaler, wie sich auch die New Work, nicht so dieses Modewort von heute, weiterentwickeln kann zu einem besseren, auch in Unternehmen und wie ihr selber besser werden könnt. Aber ich sage immer New Work. Without new business is for nothing. So ist es. Das ist für mich ein schönes Schlusswort. Holt euch das Buch und wir werden uns hoffentlich auf jeden Fall wiedersehen. Danke. Vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.